Herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Heute geht's um ein Thema, das ist ein bisschen ein heißes Eisen und ich weiß, dass das ganz, ganz viele Eltern beschäftigt, nämlich die Frage, kann ich mein Kind mehrsprachig begleiten, obwohl ich selbst in meiner Sprache nicht mehr so sicher bin, obwohl ich selbst einige Sprachlücken habe. Und eines muss ich hier gleich vorweg sagen. Diese Folge heute ist nicht, Achtung, nicht für Eltern, die eine Sprache an ihre Kinder weitergeben wollen, die sie selbst nur in der Schule oder im Studium gelernt haben. Dieser Beitrag ist, wie fast alle meine Beiträge, für Eltern, die eine ihrer eigenen Erstsprachen an ihre Kinder weitergeben wollen, obwohl sie selbst nicht mehr in allen Bereichen vollkommen sattelfest sind und Sprachlücken haben. Und das kommt total häufig vor, weil wenn du selbst zweisprachig aufgewachsen bist, dann hast du, wie die meisten zwei- oder mehrsprachigen Menschen, wahrscheinlich auch eine dominante Sprache, in der du dich sicherer fühlst, in der du viel mehr Bereiche thematisch vom Wortschatz her auch abdecken kannst. Und es gibt wahrscheinlich in deiner anderen, zweiten Erstsprache einfach einige Lücken, die völlig naturgegeben dadurch sind, dass du in diesem Umfeld entweder gar nicht erst aufgewachsen bist oder einfach schon lange nicht mehr lebst. Und ganz viele Eltern, weiß ich, geben dann ihre Sprache gar nicht an ihre Kinder weiter und es schmerzt sie immer oder sie würden es gerne und trauen sich nicht. Und genau dann ist diese Folge heute für dich, wenn dich das betrifft oder vielleicht auch, wenn du jemanden kennst, den das betrifft und wo du die Folge dann weiterreichen kannst. Also, geht das eigentlich überhaupt, dass du eine Sprache weitergibst, in der du selbst nicht hundertprozentig perfekt und fließend bist? Du hast es schon erraten. Selbstverständlich geht das. Wenn du ein paar Dinge beachtest und fangen wir gleich damit an. Erstens, egal wie hoch oder auch niedrig du deine eigene Kompetenz gerade einschätzt, sie ist aktuell auf jeden Fall größer als die deines Kindes, das noch gar nichts in deiner Sprache kann. Das ist schon einmal ganz wichtig, sich vor Augen zu führen. Und das nächste, was ich dir verraten kann, ist Folgendes, und ich sage das aus langjähriger Erfahrung, aus der Arbeit mit Eltern, denen es exakt genauso geht, wie ich es hier beschrieben habe. Die meisten Menschen, die schätzen ihre eigene Kompetenz für wesentlich niedriger ein, als sie tatsächlich ist. Und oft genug schon habe ich Kundinnen zu Sprachtests geschickt, damit sie selber mal sehen, wie hervorragend sie ihre Sprache trotz all der möglicherweise existierenden Lücken trotzdem beherrschen. Der nächste Punkt ist mir auch ganz, ganz wichtig. Denn du hast in der Sprache, die du gerne weitergeben möchtest und wo du das Gefühl hast, dass sie nicht gut genug ist, auf jeden Fall ein hervorragendes Fundament. Und das bedeutet, dass du diese Sprache relativ schnell und meistens auch relativ mühelos ausbauen kannst. Such dir was, das dir Spaß macht, sei es Podcasts oder Bücher oder auch eine Sprachlern-App, und ich hatte auch schon etliche Kundinnen, die sich selbst für einige Zeit lang Unterricht in der Sprache genommen haben, die sie weitergeben wollten, um die eigene Kompetenz zu erhöhen. Du machst das für dich und für dein Kind. Und der dritte Punkt ist mir auch ganz wichtig und ich weiß, der beschäftigt viele. Was ist denn, wenn ich mal tatsächlich etwas nicht weiß, was ich zu meinem Kind sagen möchte? Und da kann ich dir sagen, das macht überhaupt nichts, wenn du mal ein Wort nicht weißt, während du mit deinem Kind sprichst. Verwend ein anderes. Nimm kurz die Umgebungssprache zur Hilfe, sag deinem Kind das auch und sag, boah, das weiß ich jetzt gar nicht, wie das auf, keine Ahnung, Arabisch, Kroatisch, Französisch heißt, und schaut direkt, vielleicht sogar gemeinsam mit deinem Kind nach, was es heißt. Auf jeden Fall schlägst du das Wort aber im Nachhinein nach und
Das ist auch ein wichtiger Tipp. Schreib's dir dann direkt irgendwo prominent im Haus auf. Du findest zum Beispiel, da musst du zwar schon ein bisschen graben, das gebe ich zu, vielleicht muss ich es nochmal reposten. Auf meinem Instagram-Profil findest du ein Beispiel dafür, wie wir das in meiner Familie machen. Wir haben uns an einem sehr prominenten Platz in unserem Haus, wo wir täglich alle mehrmals vorbeigehen, mit Tafelfarbe eine Tafel an die Wand gemalt. Und dort schreiben wir meistens für mich griechische Wörter auf, die für mich neu sind. Und das hilft natürlich auch direkt meinen Kindern, die sehen dann die Schreibweise. Manchmal schreiben es auch die Kinder direkt für mich auf. Und so haben wir direkt alle gemeinsam etwas gelernt. Also das kann ich dir nur sehr ans Herz legen, dass du das auch für dich und für dein Kind machst. Und abgesehen davon, dass es geht und dass du deine Sprache weitergeben kannst und dass du sie verbessern kannst, gibt's schon noch eines, worüber du dir auf jeden Fall klar sein solltest. Und das ist dein Beweggrund und dein Ziel. Warum möchtest du deine Sprache an dein Kind weitergeben? Beziehungsweise warum möchtest du, dass dein Kind deine Sprache kann? Und was möchtest du im Endeffekt damit erreichen? Und ja, das ist eine sehr individuelle Arbeit, die Antwort auf diese Fragen zu finden. Und dein Ziel und dein Beweggrund oder deine Beweggründe sind am Ende des Tages sehr, sehr persönlich. Aber ich mache diese Arbeit jetzt seit 2019, begleite ich Eltern dabei, ihre Sprachen weiterzugeben. Und ich mache diese Ziel- und Motivationsaufgabe seit 2019 mit den Eltern. Und eines kann ich dir sagen, dass wirklich alle gemeinsam haben: Sie möchten grundsätzlich einmal, dass sich ihre Kinder in der eigenen Erstsprache verständigen können. Und dafür braucht es weder eine perfekte Kompetenz von dir noch von deinem Kind. Wir müssen insgesamt wegkommen von dem Gedanken, dass nur eine vollkommen perfekte, fehlerlose Sprachverwendung ihre Berechtigung hat. Stattdessen sollten wir uns auf erfolgreiche Kommunikation, Verbindung und Beziehung fokussieren. Dass du darüber hinaus vielleicht trotzdem gerne mehr für dein Kind hättest, absolut kein Thema. Aber auch das ist möglich, wenn du den zu euch passenden Weg dorthin findest. Ja, Bettina, super, aber wie finde ich denn diesen passenden Weg jetzt? Ganz ehrlich, ganz oft mit einem Versuchsirrtumsprinzip. Ja? Also du probierst was aus, du adaptierst, du machst es passend zu euch und zu euren Umständen. Das ist alleine nicht immer einfach. Darum geben ganz viele Eltern auch immer wieder auf. Wenn du aber eine Abkürzung zu diesem passenden Weg für euch möchtest, dann machst du das am besten mit professioneller Unterstützung. Gemeinsam schauen wir uns eure Lebenssituation an, addieren eure Bedürfnisse dazu, kombinieren das Ganze mit Fachwissen über kindlichen Spracherwerb und lassen daraus mit Fokus und Schritt für Schritt die für eure Familie passende Sprachdynamik entstehen. Damit alle eure Familiensprachen ihren selbstverständlichen Platz in eurem Leben finden und ihr alle daran Spaß und Freude habt. Klingt gut, aber du kannst dir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll? Kein Problem. Fang am besten direkt mit meiner Masterclass für 0 Euro an. Darin erzähle ich dir Grundlegendes darüber, wie du eine Familiensprache neu aufleben lassen kannst und welche 3 ersten Schritte ich mit all meinen Kundinnen gehe, wenn sie sich dafür entscheiden, ihre Erstsprache erstmals an ihre Kinder weiterzugeben. Die Masterclass findest du ganz einfach unter www.dielinguistin.at/masterclass. Oder wie immer selbstverständlich über den Link in den Shownotes. Das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte dich zum Nachdenken anregen und du hast dir etwas mitnehmen können heute. Schick mir super gerne auch eine Nachricht, wenn du mehr wissen möchtest, an bettina@dielinguistin.at. Ich freue mich immer, wenn ich von euch höre. Und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Vormittag, Nachmittag, Tag, Abend, wann auch immer du gerade diese Folge hörst und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Ganz liebe Grüße und bis bald.